Schakka, Sportsfreunde, euer Göcki am Start, ganz spontaner Vlog mal wieder. Und zwar war ich einkaufen, guck mal hier, bei Nike und bei Deichmann. Dazu gleich mehr. Erstmal vorweg, hier gibt es ein kleines Update, das macht man ja heutzutage, wie viel Kraft man hat bei den Grundübungen, wie viel man schafft. Wahrscheinlich eine meiner stärksten Übungen ist das Kreuzheben. Trotz allem sind das keine Weltrekorde, die ich da breche, aber momentan 5 Wiederholungen. Seht ihr jetzt hier, ich blende es mal ein mit 190 Kilo. Die Form dürft ihr mal wieder selber beschreiben und kritisieren hier. Ich kam ganz gut mit den 5 Wiederholungen klar. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, die 190 Kilo haben sich bei 5 Wiederholungen nicht schwer angefühlt. Leicht ist natürlich übertrieben, das ist Quatsch. Für mich war es auch das erste Mal, dass ich mich an die 190 rangewagt habe mit 5 Wiederholungen und habe einfach gemerkt, dass die 190 Kilo eigentlich noch relativ gut zu bewältigen sind. Also ich denke mal, 2-3 Wiederholungen mit den 200 Kilo sind drin. Trotz allem werde ich da erstmal vielleicht auf 1-2 Wiederholungen gehen, um das mal zu testen. Aber es muss auch nicht. Und gerade wo ich das Kreuzheben jetzt anspreche, hier bei meiner Ausführung ist mir vielleicht noch ein bisschen aufgefallen, ich muss ein bisschen gucken, dass ich den Kopf nicht so weit überstrecke, dass ich das Kinn ein bisschen runternehme. Eventuell, das sieht auch durch die Kameraperspektive natürlich ein bisschen extremer aus, als es wirklich ist. Aber das sind so Kleinigkeiten, so Feinheiten, die ich auf jeden Fall auch noch verbessern kann. Mir ist aufgefallen, und zwar sind zwei junge Typen in Kreuzberg im McFit auf mich zugekommen und haben mir auch gesagt, dass sie eigentlich gar kein Kreuzheben machen, weil sie sich unwohl fühlen und unwohl bei der Ausführung. Das habe ich auch schon oft selbst eigentlich früher erfahren, dass ich Kreuzheben immer gemieden habe, weil ich die Technik nicht konnte. Ja, und da ist eine ganz entscheidende Sache, finde ich, dass viele die Stange beim Kreuzheben einfach viel zu weit vom Körper entfernt führen. Und dadurch, dass natürlich die Stange weiter vom Körper entfernt ist, ist natürlich der Hebel sehr, sehr viel größer. Also die Belastung auf den unteren Rücken, auf die Wirbelsäule sehr, sehr viel höher. Und dadurch, dass die Stange halt weiter vom Körper weggeführt wird, wird das Gewicht auch gefühlt viel, viel schwieriger. Deswegen immer ein ganz kleiner Tipp auf jeden Fall beim Kreuzheben: Man sollte mit dem Gewicht aufstehen und man sollte immer die Stangen in einer Linie führen. Ja, viele schrabben auch immer über die Knie so hinweg und so weiter und so fort. Vielleicht kann ich da noch mal ein kleines Update zum Kreuzheben machen, weil ich schade finde, weil viele diese Übung auslassen, weil sie die Technik einfach nicht beherrschen. Und da muss man einfach mal vielleicht nochmal die ganz wichtigen paar, 3-4 wichtigsten Dinge vielleicht nochmal aufklären in einem Video und darauf eingehen. Ja, 190 Kilo, ja, ist okay, geht aber auch noch mehr. Bei den Kniebeugen hänge ich gerade bei den 150 Kilo mit 3 Wiederholungen fest, 3x3. Ich denke, da ist auch noch ein bisschen Luft nach oben, da ging es auch noch ganz gut. Wo ich mich gerade ein bisschen schwer tue, ist auf jeden Fall das Bankdrücken. Da hänge ich bei 1-2 Wiederholungen bei 130 Kilo. Und ja, da muss ich wahrscheinlich ein bisschen mehr essen, um da mehr zu bewegen. Grundlegend ist es aber auch einfach, ich wiege 80 Kilo und dafür ist das Ganze in Ordnung. Man muss auch einfach mal ein bisschen gucken und nicht irgendwie auch immer sein Ego in den Vordergrund drücken, weil es kann auch in diesen Bereichen recht recht schnell gefährlich werden. Also ja, man kann auch sich mal schnell verheben bei den Gewichten. Man sollte nicht auf Teufel komm raus immer noch eine Platte draufstecken, sondern ich bin immer eher der Typ, dass ich versuche, mich an ein Gewicht zu gewöhnen und dass, wenn ich die 5 Wiederholungen locker in diesem Bereich schaffe mit diesem Gewicht, dass ich dann erstmal wieder was draufpacke, um auf 3 Wiederholungen zu gehen. So mache ich das. Ja, ich zeige euch einfach nochmal, was ich gekauft habe. Und zwar stelle ich mir mal dafür die Kamera kurz hier unten auf. Sorry, jetzt gibt es mal wieder diese Perspektive, wo ich mich als Chef hervorhebe und euch als kleine Pisser da unten stehen lasse als Zuschauer. Nee, Quatsch. Ihr wisst ja, die Perspektive ist ja natürlich psychologisch bedingt, dass ich mich jetzt hier oben aufbausche und größer bin. Ja, vielleicht ganz kurz weg, vielleicht interessiert es euch auch gar nicht, was ich mir gekauft habe. Und zwar muss ich ganz ehrlich sagen, so Geld ausgeben, ich verdienen ganz okay, denke ich so, ne? Das kann man ja ganz klar sagen. Ist euch auch bewusst, dass man ein bisschen von YouTube auch leben kann. Allerdings gebe ich nicht für jeden Scheiß Geld aus. Ja, also ich fahre kein fettes Auto, brauche ich auch nicht. Ich bin da relativ bescheiden. Ich bin selten im Urlaub gewesen die letzten Jahre, eigentlich gar nicht. Das ist etwas, wo ich definitiv für Geld ausgeben würde und das ist auch mal bald wieder auf jeden Fall an der Reihe. Klamotten gebe ich sehr wenig Geld aus und ansonsten, also ich habe auch irgendwie nicht irgendein Hobby, ne? Also dass ich irgendwie angeln gehe oder irgendwie Kitesurfen mache oder sonst was, wo viel Geld liegen bleibt. Dementsprechend habe ich eigentlich gar nicht so viele Ausgaben, außer essen gehen. Dafür gebe ich, glaube ich, viel Geld aus. Ich gehe sehr, sehr gern essen. Und ein Fetisch habe ich dann doch noch einen kleinen, und zwar Sportklamotten. Ich habe leider momentan
keinen Sponsor mehr bezüglich Nike. Die haben mir ja mal was zugeschickt, das war leider nur einmalig, deswegen muss ich mir die Klamotten selber holen. Ist ja natürlich auch in Ordnung. Team Awesome, meine Sache, da werden jetzt wieder viele hinten, geh doch weg mit deinen scheiß Klamotten. Aber auch die werden erst Anfang April geliefert. Die sind ja noch in der Produktion. Also alles, was jetzt gekauft wurde, ist ja erstmal nur Vorbestellung sozusagen. Und dann habe ich da auch wieder Sweatpants. Ich habe immer Sweetpants gesagt. Dann bin ich mal gespannt. Ich zeige euch mal, wieso ich mich momentan mal voll aufrege. Eine Sekunde, ich komme sofort wieder. Und zwar bin ich ja ein Fan von diesen Sweatpants, wenn man das so nennt, ne? Ist ja auch voll der Trend gerade. Und, aber das ist immer so traurig. Da kauft man sich eine neue, die ganz schick ist. Und da macht man ein, zweimal Kreuzheben und schon sind da überall Löcher drin. Unten am Schienbein ist dann mal Blut verschmiert. Ja, wenn die Haut aufreißt vom Kreuzheben, ja. Die ist eigentlich gar nicht so alt, die Hose. Und schon wieder hier schöner Riss drin, was mich einfach voll nervt. Und daraus muss ich einfach ganz klar lernen. Ich glaube, das macht keine Stoffhose wirklich mit. Vernünftiges Kreuzheben ohne Schützer. Dementsprechend, oh, ein schöner Socke noch. Boah. Dementsprechend sollte man beim Kreuzheben wahrscheinlich eher auf diese Art von Hose verzichten und sich da was Besseres einverlassen. Könnt ihr mal reinschreiben in die Kommentare, was tragt ihr beim Kreuzheben bevorzugt, um keine Löcher irgendwie reinzukriegen in die Hose. Oder vielleicht mache ich meine Technik doch so falsch, aber grundlegend finde ich es halt sehr, sehr wichtig, dass man die Stange so nah wie möglich am Körper führt und da passiert es dann auch schon mal. Ja, wir packen einfach mal aus. Dementsprechend habe ich mir neue Sweatpants geholt, genau die gleiche hatte ich schon mal. Und zwar habe ich mir jetzt vorgenommen, diese Hosen nicht mehr beim Kreuzheben zu tragen, damit die auch mal länger halten. Ganz klassisch in Grau, nichts Besonderes, ja. Finde ich aber echt ganz cool, diese Nike-Hose hat einen geilen Schnitt und ist ein bisschen dicker, aber nicht ganz so dick. Es gibt auf jeden Fall mehr diese gefütterten auch. Die sind mir dann wieder zu warm beim Training. Und ja, was kostet so eine Hose? Da habe ich jetzt echt mal nicht auf den Preis geguckt, weil ich die haben wollte. 40 Euro sind wir dabei und ist eigentlich so mit meinem Lieblingsmodell. Allerdings reißen bei mir die Hosen auch mal hier unten auf. Hier so im Schnitt. Ich glaube, das liegt an meinem fetten Arsch oder am Rollerfahren. Das habe ich noch nicht verstanden. Das hat nur ich. Vielleicht könnte mir da noch... Oder dicke Eier. Ich weiß es nicht. Müsste mir mal einen Tipp geben. So. Zweite Hose, ich habe mir noch eine Buchse geholt, die hat diesmal sogar einen leichten Aufdruck, die habe ich sogar ein S, also die ist relativ, ist ja immer eng geschnitten, dies ist ein M, und zwar ist hier, steht Track and Field, glaube ich, drauf, ein bisschen weiter geschnitten, vor allem ist auch hier dieser, ja, wie nennt man das, hier in der Mitte, wie nennt man das, fällt mir gerade nicht, aber auf jeden Fall ist es ein bisschen tiefer hier, ne, ein bisschen hängender, und ja, die fand ich ganz schick. Ich glaube, es steht kein Preis, glaube ich, auch 40 Euro gekostet, so eine, auch ein Grau. Und dann habe ich mich mal gewagt und zwar habe ich gedacht, jetzt habe ich zwei Graue, einmal mal ein Schwarz und ich glaube, Schwarz kann man gut mal was Helleres oben zu kombinieren, helles Oberteil oder Grau, sieht ganz cool aus. Und zwar einmal die in Schwarz und die sieht ganz geil aus, auch einfach ein Schwarz, auch der gleiche Schnitt wie die erste auf jeden Fall. Und da bin ich mal gespannt, der gefällt mir ganz gut, mal ein Schwarz, mal was anderes, sonst trage ich eigentlich auch mal nur graue Hosen. Dann habe ich noch ein bisschen gewildert und habe gedacht, ein paar coole Shirts. Ich bin in letzter Zeit eher weniger so der Stringer- oder Tanktop-Träger. Und zwar feiere ich momentan oft diese Klima-Cool-Shirts oder wie man die nennt. Sind eigentlich eher zum Laufen auch gedacht, das sind eigentlich so Sachen, die man beim Laufen eher trägt. Aber die finde ich einfach übelst geil, die sitzen nicht ganz so eng, ein bisschen luftig. Aber kommt man auch gut, hat so eine Slim-Form, also passt sich den Körper gut an. Und sind momentan eigentlich so mein Lieblings-Training-Shirt. Man schwitzt nicht so übelst, sehr, sehr schweißabtragend. Und die habe ich dann in M. Einmal so ein Weinrot, wenn ich das mal so nennen darf. Dann einmal klassisch schwarz. Genauso hatte ich schon mal, habe es aber irgendwie verloren. Einfach ein Schwarz. Auch ein bisschen Klima. Nennt man das Klima-Cool bei Nike? Ich weiß gar nicht. Wie nennt man das hier bei denen? Klima-Cool war, glaube ich, Adidas. Hatte immer so einen bestimmten Namen bei jeder Firma. Dann einmal in so einem, was ist das für eine Farbe? So eine Art Grau, ne? So was Gräuliches auf jeden Fall noch. Schauen wir mal hier. Ja, gefällt mir auch ganz gut. Das gleiche Modell wie das rote. Und dann habe ich mir doch nochmal zwei Tanktops gegönnt. Das eine fand ich ganz geil. So ein blau-schwarzes. Mit einfach Nike vorne drauf. So, ne? Tanktop, also hinten ein bisschen zu, Stringer, also den offen, für alle, die den Unterschied noch nicht wissen. Und dann einfach, das sieht ein bisschen weiblicher aus, das ist so ein, wie nennt man die Farbe, eher so ein, ist rot, aber so ein bisschen heller, rot-pink. Aber ich finde, ich glaube, das sieht ganz cool aus, halt so einer grauen oder schwarzen Hose, dachte ich mir mal. Und halt ein Tanktop, was halt auch in diesen
Jersey-Trikotstoff ist, da bin ich mal gespannt. Dann habe ich noch bei Nike geguckt, bei den Schuhen, die sind aber im Nike-Store immer arschteuer. Ich war hier beim LP12, das neue Shopping-Center in Berlin am Potsdamer, und Schuhe waren übelst teuer. Und da gebe ich euch einen Tipp, wenn ihr so auch Nike-Schuhe kaufen wollt, ja, dann guckt mal zum Beispiel bei Deichmann. Da war ich, Deichmann klingt ein bisschen uncool, aber da kriegt ihr gute Nike-Schuhe und auch Markenschuhe relativ günstig auch. Und deswegen habe ich mir bei Deichmann einfach mal rote geholt. Ich habe mich mal an rote Schuhe gewagt, ich glaube 69 Euro. Das gleiche Modell kostet dann oft im Nike-Store irgendwie das Doppelte oder 120. Von unten so, hinten nochmal so Nike drauf. Und es sind jetzt, ist kein Laufmodell, also es ist eher ein Freizeitschuh vom Nike. Ich bevorzuge sonst mal die Laufschuhe, diese Luna Glide, aber die sind jetzt einfach mal Freizeitschuhe. Aber es sieht, glaube ich, auch ganz cool aus dem Training, vor allem zur schwarzen oder grauen Hose, einfach mal ein bisschen Abwechslung reinzubringen, was Rotes. Ja, das war, wie jetzt gerade so diese Schminktussis, die erzählen doch auch mal, was sie eingekauft haben. Wie nennt man das? Hall? Das war ein Einkaufshall. Wieso Nike? Keine Ahnung, ich mag das einfach mehr. Ich habe auch Adidas Schuhe noch. Adidas ist gerade so out, ich weiß nicht. Jeder hatte so ein Ding, ne? Ja, das ist eigentlich mal so. Jetzt habe ich insgesamt knapp 300 Euro ausgegeben. Ich hoffe, das kann man vielleicht irgendwie von der Steuer absetzen. Aber ich glaube, das ist gut angelegt, weil, wie gesagt, ich laufe den ganzen Tag in Sportklamotten rum. Trage so eigentlich auch fast immer nur Jogginghosen und solche Geschichten. Von daher ist es in Ordnung, weil ich ja sonst nichts kaufe. Und ja, das war ein bisschen Shopping mal, ein bisschen Kreuz im Update. Ganz spontan einfach mal hier rausgeklatscht. Gebt mal in die Kommentare, was tragt ihr so. Ich bin gespannt, im April kommen mal die Team Awesome Klamotten. Übrigens, wem es noch nicht aufgefallen ist, der Font dieser Schrift von Team Awesome ist ungefähr der gleiche wie von Nike. Also es war auch so eine Anregung für mich, dass ich gedacht habe, okay, das gefällt mir gut von Nike. Diese Schrift, die muss da mit rein. Und ja, in dem Sinne, ich bin raus, haut rein. Bis dann, ich hoffe, euch hat's gefallen. Euer Jürgen. Tschüss.